Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Survival Instinct. Wir befinden uns im Fire Sign Stadium, wo eine große Evakuierungsaktion eigentlich starten soll. Aber anscheinend sind schon alle Helikopter unterwegs und wir sind jetzt dabei, nach einem weiteren Helikopter zu suchen, und der eine Woche kommt an den anderen nicht vorbei und müssen uns irgendwie jetzt hier durchschlagen durch die ganzen Horden von Walkern. Wir dürfen dabei kein Aufsehen erregen. Das haben wir beim letzten Mal erfahren. Sobald wir eine Schusswaffe benutzen, wird es sehr eng, weil das natürlich alle Beißer andockt. Da konnten wir beim brennenden Helikopter gerade wohl nicht durch. Und wir müssen möglichst eine Route nehmen, wo möglichst wenig Beißer sich aufhalten. Und hier fällt... Ist das Licht ausgefallen, wollte ich sagen. Sturmgewehrmunition. 120 Muni. Das Gewehr, das haben wir nämlich beim letzten Mal gefunden. Und dafür haben wir jetzt anscheinend 120 Muni. Wow, damit kann man auch was anfangen. Ein sehr nettes Gewehr auf jeden Fall. Wenn wir hier von einer Waffe Gebrauch machen müssen, dann wohl von dieser. Alles andere... Wow, und die kommen aus dem Nix, ey. Oder müssen wir uns hier wirklich so durchwaschen mit dem Sturmgewehr dann? Aber, Alter, wo... Da bist du doch von rechts gerade wieder einer. Ja. What the fuck? Wo kommen die her? Oh, Alter. What the fuck, Alter. Alter, komm, stoß einen zurück. Und wechsel die Waffe. Komm, schieß. Alles nieder. Oh. What the fuck, Alter. Alter, haben wir überhaupt anders eine Chance, uns hier durchzukämpfen? Wir haben keine einzige Reaktion. Wir haben eigentlich gar nichts mehr. Alter, dich habe ich gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. What the fuck, ey. Hier noch irgendwo was? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, sollten wir sterben und sehen wir es realistisch. Realistisch. Es wird passieren. Werde ich gleich von Anfang an das Sturmgewehr ausrüsten. Alter, und hätte ich mir die Munition nicht gefunden. Die 120er Munition. Wir wären ja wohl voll im Arsch gewesen. Schnell einmal nachladen. Denn da kommt schon der nächste von hinten, natürlich. Und umdrehen bitte. Stoß ihn doch zurück, du Idiot. Alter, ich könnte echt heulen wegen diesem Spiel. Nächster Fail. Okay, aber ich glaube, jetzt wissen wir ungefähr, was wir zu tun haben. Ohne Sportgetränk, ohne Ration müssen wir uns jetzt irgendwie wirklich durchkämpfen. Das wird noch witzig. Police Department. Ganz gleich wie sie reisen, jedes Fahrzeug kann unterwegs zusammenbrechen. Und ich breche hier gleich auch zusammen, wenn das so weitergeht. Weiter, die noch nicht, sie noch nie entdeckt haben, können leicht abgelenkt werden. Wenn nutzen sie Leuchtfeuer und blablabla. Ja, weg gar nichts, ne? Ja. Leuchtfeuer haben wir auch. Toll, aber das nützt uns hier so gut wie... Alter, es geht ja schon wieder so los, ey. Leck mich am Arsch. Oh, Alter, das kann doch nicht sein. Warum packen die uns denn hier alle direkt beim ersten Mal? Alter. Ja, stech halt jedes Mal daneben. Und ich reg mich hier gerade überhaupt nicht auf. Leck mich, ey. So, wo war die Muni? Where was the Muni? Von hier denn, ja. Da war die Muni. Und sofort ausrüsten. Denn wir wissen, da kommt gleich eine ganze Horde. Zumindest war es das letzte Mal so. Das ist nur einer.
Nein, Alter. Das ist ein Sportgetränk. Oh nein, und ich wieder drücke die falsche Taste. Und ich komme hier wirklich in... Oh. Alter, die gehen woanders hin. Die gehen da nicht ins Dingens. Alter, nimm das... Nimm doch das Getränk, du Arschgeige, Alter. Und jetzt habe ich aus Versehen geschossen. Und ich kann die Flasche nicht aufheben. Okay, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Alter. Alter, ich sehe ja nicht mal was. Also, wo kommst du her? Von wo kommst du her, du Arsch? Alter, ist das ein Fehlpass. Aber ich glaube, wenn wir die Munition aufgehoben haben, und ich hasse auch diese elendigen lange Wartezeiten, wenn man gestorben ist, mal nebenbei erwähnt. Aber ich glaube, wenn wir die Munition aufgehoben haben, das lockt diese ganzen Beißer da auf einmal an. Und dann müssen wir einfach nur schnell genug sein und weglaufen. Denn wir haben gesehen, die sind da alle auf einmal ins Zelt gerannt, wie die Bekloppten, warum auch immer. Werden wir jetzt einfach noch einmal probieren. Aber wir wollen, oder ich muss auf jeden Fall die Sportgetränke da auch rausholen. Na, komm her. Alter. Alter, die packen einen auch beim jeden Angriff gleich beim ersten Mal. Was soll denn der Scheiß? Und wieso gucke ich hier eigentlich rein? Ich weiß doch, dass da nichts ist. Alter. Die vergesse ich jedes Mal. So, du warst der hier vorher immer in die Ecke gestanden hat. So, dieses Mal nehme ich erstmal die Sportgetränke. Schmeiß die Bolzen weg. Schmeiß die Munition weg. Alter, nimm's doch! Du Vollpfosten, Alter. So, jetzt nimmst du die Muni. Und als nächstes... Nein, haust du nicht. Schmeißt du dein Leuchtfeuer hin. Oder schmeiß da ein Leuchtfeuer hin oder schmeiß irgendwo anders hin. Alter, und immer wieder drücke ich die falsche Taste. Ich. Hallo! Drücke ich die falsche Taste und krieg eine Krise. Wieso wechselt er die Waffe denn nicht? Alter. Ich müsste. Nee. Da wird auch wieder nichts. Das wird alles wieder nichts. Hallo, wieso wechselt er die Waffe denn nicht? Alter, nee, das wird alles nichts. Alter, trink. Alter. Und jetzt muss ich natürlich einmal bitte... Ja. Das war's. Ja, wenn ihr mich alle nicht lässt, dann kann ich ja nichts machen. Alter, schaut euch doch mal die Gruppenversammlung hier an, ey. Ja, und der muss immer noch nachladen, wie der Vollpfosten vom Dienst, ey. Ne, ich habe gerade überhaupt keine Idee, wie das... funktionieren soll. Da bin ich ja selbst beim ersten Mal schon weitergekommen. Und jetzt schon dreimal hintereinander gefailt. Und langsam kriege ich kleine Aggressionen. Aber noch bleibe ich ruhig und tue so, als wäre nichts passiert. Nach dem Schuss dort ist eine Weile mit dem Armbrust bla bli blub bla bla. Ah, ich krieg ja auch gleich Greenlight, ey, halt die Fresse. Roger und Ende. Komm, nimm die Sportgetränke, wir müssen erstmal wieder was fallen lassen. Und zwar, ach, Pumpgun weg. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Nee. Soll das fallen lassen? Genau wie die Bolzen.
Alter, und schon wieder direkt beim ersten Mal packen die ein. So. Jetzt nix Leuchtfeuer, einfach weg. Alter, wieso, was lockt die denn eigentlich an? Ich verstehe das nicht. Wo kommen die denn alle auf einmal her? Wieso rennen die alle hierher? Wieso? Ich will doch nur verstehen, warum. Ich warte, dass jetzt einer von hinten mich wieder packt, ey. Noch kommt da keiner. Ja, kommt. Ich muss das ohne das Sturmgewehr erstmal probieren. Das ist wirklich nur die letzte Notlösung. So, dass hier auch keine Quick Saves oder sowas gibt. Mal eben ein Getränk. Alter, komm, du kommst da jetzt drüber, bitte. Danke. Und bitte gleich wieder ducken. So. Konzentration. Danke. Da komme ich anscheinend nicht durch. Ach, hi. Man sollte hier auf jeden Fall auch die ganze Zeit geduckt durchgehen. Sonst macht man sich auch unnötig auf sich aufmerksam. So, euch umgehe ich mal, laufen nicht. Mal eben schnell hier Safety Place suchen. Okay, so Safety ist der Place dann doch nicht. Alter, ich haue doch zu, ey. Leck mich am Arsch. Und ich drücke R2. Du kannst es nicht glauben, ey. Alter, wieso stößt du eigentlich nicht zurück? Hast du keine Lust mehr? Manchmal geht's nicht. Das ist immer so eine Laune von Daryl, wenn er mal Bock dazu hat. Ich glaube, ich nehme jetzt schon das letzte. Und ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar, ey. Komm ich am Heli vorbei. Lass mich raten. Nein. Woher wusste ich diese Antwort? Kann ich mich zumindest jetzt hier eben kurz umsehen. Ah, hier ist ja sowieso nichts drin. Wieso sollte es auch? Und jetzt kommen wir trotzdem durch diese Horde da durch. Oder müssen wir durch diese Horde da durch? Ja, hallo. Kommt mal einer her. Ach, ihr Arschbein, ey. Ja, komm her. Ich möchte nichts Böses. Ah, natürlich drehst du dich wieder um, wenn ich mich anschleiche. Ach ja. So, jetzt sind wir wieder fast bei den Tribünen angekommen. Ist das der Helikopter, wo wir hin müssen? Das sieht schon fast danach auf, und er hat uns trotzdem wieder einen mitgegeben. Ja, komm du auch noch eben her. Und dann rennen wir da zum Heli hin. Rennen wir zum Heli hin, sage ich. Ja, hallo. Ich möchte doch nur mit. Alter. Wieso? Ich will doch nur einsteigen. Alter. Ich habe kein... Natürlich habe ich das nicht. Alter, das Ding hat ein... gewaltigen Rückstoß. Alter, jetzt komm!
Ich will doch nur noch rein. Wieso muss ich die denn ausschalten? Alter, Walter. Und mein Akku ist gleich leer. Und Leute. Oh, die doch alle kaputt. Verzeihung. Yo. Was ist denn jetzt los? Das war nur. Und was ist denn jetzt los? Nochmal so ein bisschen Action. Ja, wunderbar. Alter, warum verliere ich Energie? Da. Alter. Alter. Aber immerhin mal ein bisschen Abwechslung in diesem Spiel. Gib mir die Hand. Give me a hand, bro. Oh, wo fahren die denn alle her? Die gehen um hier, wieder eigentlich. Ich hoffe mal, unendlich. Alter, und hat das einen Vibrationsrückschuss? Meine Fresse. Alter, wie sterben. Wie lange wird oder soll das denn noch gehen? So viele Menschen können hier doch gar nicht gewesen sein. Die hier Walker sind. Oh, Alter. Wieso zeigt der Kompass-Pfeil immer noch da? Was? Was wollen wir machen? What about you? Huh? You dumb son of a bitch? Right behind. Okay. Ach, nee. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Oh, ich kann es gerade nicht sehen, weil der beschissene Antivirus sich da... Okay, es geht noch. Nichts wie raus hier, aber wir haben es... anscheinend doch geschafft und da ist auch ja, unsere ganze Crew. Lucky for you, I got an eagle eye. It's this one. Didn't you see the bite on that Whirlybird pilot? Hell, he was more than halfway turned already. Was? Echt? Gut, Mörl, dann hast du doch alles so richtig gemacht. Und unser Abenteuer scheint doch noch nicht vorbei zu sein. Und wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, hat Mörl uns den Arsch gerettet. Und das war's tatsächlich. Michael Reedus als der gute Mörl. Und ich habe gerade den Namen vergessen, obwohl er da gerade stand. Von dem guten Schauspieler von Daryl. Oh, das kommt jetzt irgendwie doch... ein bisschen überraschend das Ende. Wir sind jetzt bei Part, ich glaube 22 ist das. Haben das Spiel schon durchgespielt. Huh. Ja, und das mit den 8 Spielstunden kommt dann wohl doch hin. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, ein Fazit zu ziehen. Also das Spiel, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Vor allem im storytechnischen Bereich. Zum Beispiel, okay, wir haben jetzt erfahren, wie Daryl seine Armbrust erhalten hat, mehr oder weniger. Aber zum Beispiel dieses Flügel-Tattoo, beziehungsweise auf seiner Weste, was man im Startbildschirm sieht. Das wurde mal in der Serie, in der zweiten Staffel war das, glaube ich, noch mal kurz angerissen. Aber nie so wirklich erklärt, woher das kam. Da haben nämlich Daryl und auch Mörl ein Tattoo auf dem Rücken mit diesen Flügeln. Von diesen Flügeln, wo, wie gesagt, im Startbildschirm Daryl auch so eine Weste von trägt. Dass man dafür eine Erklärung bekommt, das hätte ich mir da gewünscht. Also storytechnisch wirklich enttäuschend gewesen. Spielerisch an manchen Stellen vom Schwierigkeitsgrad her ein bisschen schwer.
man wusste manchmal nicht, was das Spiel jetzt von einem will, deswegen erstmal wie ein blöd auf die Herden zugelaufen ist und dann gnadenlos getötet wurde. Aber naja, grafisch ist das Spiel, muss man sagen, weniger als Mittelmaß mit der Grafik. Das hätte selbst die PlayStation 2 vielleicht sogar besser bekommen müssen eigentlich sogar. Was hingegen gut war, ich möchte das Spiel jetzt nicht schlecht machen, gut waren auf jeden Fall die Soundtracks. Man kennt natürlich das Haupttheme, den Titelsong von The Walking Dead, der ist mit drin gewesen. Aber auch ansonsten, die sonstigen Soundtracks waren auch alle eigentlich ganz stimmig und ganz gut gelungen, wie ich finde. Was kann man noch sagen? Steuerungsmäßig, naja, man gewöhnt sich irgendwann dran oder auch nicht, weil ich ja viele Spiele zwischendurch immer spüle und spiele, kommt man da manchmal ein bisschen durcheinander, aber das ist, denke ich, ganz normal. Wenn man sich da schnell eingewöhnt hat, dann geht das eigentlich mit der Steuerung, aber ich habe das nie so wirklich hinbekommen. Nicht ganz so mein Fall, aber wie gesagt, Shooter sind sowieso ganz allgemein nicht so mein Vieh. Mein Team, mein Territorium. Ja, und während die Credits laufen, da steht gerade speziell Thanks, möchte ich mich auch erstmal für das Zuschauen bei euch bedanken, dass ihr euch dieses Projekt angeschaut habt und euch vielleicht das eine oder andere Mal, muss ich auf jeden Fall sagen, mich erschreckt habt. Das muss ein gutes Horror-Survival-Spiel auf jeden Fall haben. Das hat das Spiel auf jeden Fall erreicht, das muss man ihm zugute halten. Aber um vielleicht nochmal so ein Schlussfazit zu ziehen, 60 Euro für ein 8-Stunden Spiel, es hat keinen Multiplayer, es hat keine irgendwelche speziellen Herausforderungen, Erweiterungen, die man machen könnte, ist das schon sehr, sehr viel. Und das selbst für einen, für mich, großen The Walking Dead Fan. Ich habe das Spiel halt nur gekauft, weil ich eben ein großer Fan von der Serie bin. Und ich muss sagen, selbst für die eingefleischten Fans der Serie und auch vielleicht von dem Spiel von Telltale Games, ich würde es ehrlich gesagt nicht unbedingt empfehlen. Für Leute, die nichts mit The Walking Dead am Hut haben, ohnehin nicht, also spielerisch, ist das Spiel maximal Mittelmaß, muss man so ganz hart sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das kann man nicht abstreiten vor allem. Es ist ein Spiel, das ich wahrscheinlich jetzt auch noch ein zweites Mal spielen werde, privat. Privat klingt so komisch. Aber ihr wisst, was ich meine, halt nochmal für mich noch einmal spielen. Denn wir hatten ja im Spiel, oder während des Spiels, zwei, dreimal die Möglichkeit gehabt, eine andere Route zu nehmen. Dann werde ich beim Privatspiel nochmal die anderen Routen checken und gucken, was einer so erwartet. Und ziemlich viele Credits laufen hier. Ach, bleibt mir noch was zu sagen. Das war, wenn denn gleich das Ende kommt. Ja, ich glaube, das könnte man jetzt schon als Titelbildschirm bezeichnen. 2009 bis 2013 war das Spiel in der Entwicklung. Dafür ist nicht allzu viel, glaube ich, rausgekommen. Leider Gottes. Hätte man wirklich mehr draus machen können aus dem Spiel. Ich hatte ein paar gute Ideen mit dem Reisesystem und so, hat mir gut gefallen. Aber letztendlich bleibt das Spiel absoluter Durchschnitt. Und es kommt nicht mal ein The End zum Schluss. Selbst das bleibt uns in diesem Spiel verwehrt. Und da sehen wir zumindest nochmal diese Flügel oder was das auch immer darstellen soll auf seiner Weste. Ja, wie gesagt, storytechnisch habe ich mir da wesentlich mehr erhofft. Bin ein bisschen enttäuscht über das Spiel, auch über die Spiellänge. Also es hat viele Negativpunkte auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch mehr als positive. Aber wer das Geld hat, dem und ein großer The Walking Dead Fan ist, kann man das Spiel vielleicht doch ans Herz legen. Aber auch nur dann. Gut Leute, das soll es dann aber wirklich gewesen sein mit diesen kürzeren Let's Play, als ich gedacht habe, zu The Walking Dead Survival Instinct.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, euer Killer.